Der Standortvorschlag der Naga ist ein wichtiger Meilenstein im Jahrhundertprojekt Tiefenlager. Heute wissen wir, wo der sicherste Standort für ein Tiefenlager ist. Das ist nicht nur für uns wichtig, nach so vielen Jahren von Forschung, sondern das ist wichtig für die ganze Gesellschaft. Nördlich Lägern ist der beste Standort mit den größten Sicherheitsreserven. Hier schließt das Gestein die Abfälle am besten ein. Nicht nur heute, sondern auch in ferner Zukunft ist die Qualität und Stabilität des Gesteins am besten. Außerdem haben wir den größten geeigneten Bereich für eine optimale Lageranordnung. Den Eingang zum Tiefenlager planen wir in der Gemeinde Stadl. Im Gebiet Haberstall, diesen Standort haben wir zusammen mit Kanton und Region bestimmt. Die Verpackungsanlagen für den radioaktiven Abfall planen wir beim Zwischenlager in Würrelingen. Dort müssen wir lediglich eine bestehende, gut funktionierende Anlage erweitern. Das hat Sicherheitsvorteile. Wir werden jetzt für den Standortvorschlag der Naga ein Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten. Dieses wird geprüft und schlussendlich entscheidet der Bundesrat. Das geht aber noch eine Weile. Jetzt kommt es darauf an, dass wir zusammen mit der Region dieses Projekt weiter konkretisieren. Ich freue mich darauf.